Hallo, Kelly aka Mrs. Vlog hier. Und willkommen zu deiner Lieblingsshow von allen Shows auf dieser Welt. Kelly kommentiert Kommentare. Es ist nicht mal eine richtige Show, sondern nur ich, die vorliest, was ihr auf die letzte Frage geantwortet habt. Wer ist dein Lieblings-YouTuber und was wäre der erste Satz, den du sagen würdest, wenn du ihn treffen würdest? Ich habe mich mal rausgelassen, weil ich natürlich weiß, dass alle dieses Video schauen und sagen, ja, Mrs. Vlog, das ist meine Lieblings-YouTuberin. Das weiß ich doch. Um ehrlich zu sein, wollten mich die meisten nur oder meine Brüste sehen. Bei Gronkh war das ähnlich, außer dass bei ihm alle geschrieben haben, dass er der beste Mensch der Welt ist. Okay, wir haben es kapiert. Gronkh ist der beste Mensch auf dieser Welt. Halt Maul, Handy. Das war Gronkh. Er wollte mir nur sagen, dass ich auch voll toll bin. Außerdem noch eine ganz kleine Bitte an euch. Falls irgendwann mal während dieses Videos dieser nette, süße Haufen Wäsche da hinten auftauchen sollte, verurteilt mich nicht. Ich bin erwachsen jetzt. Ich kann selbst entscheiden, wann ich meine Wäsche mache. Und ob sie auf meinem Boden liegt. Ne, 2 Wochen? So, jetzt widme ich mich voll euren Kommentaren. Ich bin eine Biene, ich bestäube dich. Mir ist gerade aufgefallen, dass das wieder nichts anderes heißt, als ich will dich... Toll. Zu Alberto. Warum sind die Schwarzen alle so schnelle Läufer? Weil sie langsam in einem Knast sitzen. Das ist ziemlich rassistisch. Was verstörend ist. Aber was noch viel verstörender ist, was ist das für ein Männchen unter diesem Kommentar? Die Brüste sind fehlplatziert und es macht mich wirklich traurig. Wenn ich Dena treffen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, sorry, ich bin total aufgeregt. Das ist auch total toll, um ein Gespräch zu starten. Ich meine, wenn ich Dena wäre, ich wüsste sofort, was ich darauf sagen soll. Wäre ich doch nur jedes Mal so aufgeregt, wenn ich mich selber sehen würde. Im Spiegel oder so. Dabei bin ich einfach nur traurig. Lerne auch mal was Richtiges im Leben. Dich. Was? Wieso sollte ich? Ich verdiene mit absoluter Scheiße mein Geld. Ich muss absolut nichts dafür machen. Ich liege den ganzen Tag nur im Bett. Ich stecke mich absolut nicht bei schwitzenden, 3 Stunden in Schlange stehenden Menschen an und liege dann eine Woche tot im Bett. Alles überhaupt kein Problem. Ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Urlaub machen. Wieso sollte ich irgendwas Anständiges lernen? Das macht keinen Sinn. Zu Julian Bam. Danke, dass deine Eltern kein Kondom benutzt haben. Ich liebe dich. Kann ich nur voll bestätigen. Er ist der Meister. Egal, was Julian Bam sagt, ich würde es tun. Das ist mal einer, der hat die 1 Million Subscribers wirklich verdient. Nicht so wie PewDiePie. Ich mag PewDiePie. An Unge. Darf ich an deinen Dreads lecken? Ich durchschaue deinen Plan. In Afrika macht man das so seit Jahrtausenden. Speichel hält am besten, Speichel pflegt am besten. Und es ist komplett vegan. Die sind schon was älter, oder? Wenn ich André von Ape Crime treffen würde, würde ich Kekse mitnehmen und ihn fragen, ob er mitkrümeln will. Ja, weil das auch gar nicht seltsam ist. Außer du willst ihn verschleppen? In ein Lebkuchenhäuschen, um ihn anzufassen, was ich voll verstehen könnte. Und du ihm noch aber eine kleine Chance lassen willst, um zu entkommen. Krümel auf den Boden, um den Weg zurückzufinden. Dabei ist es nur eine Illusion des Entkommens, weil du ihm seinen letzten Hoffnungsschimmer rauben willst. Damit er das Stockholm-Syndrom bekommt und sich in dich verliebt. Weil jeder weiß, die Raben fressen am Ende die Krümel. Manchmal unterschätze ich euch. Ihr seid genial. Zu Paluten. Ich sehe dein Gesicht öfter als das von meinem Freund. Oje. Das macht gar nichts. Es kommt immer drauf an, was du mit dem Gesicht tust. Vielleicht malst du mit Edding einen kleinen Bart unter seine Nase. Auf deinen Bildschirm. Auf deinen 200 Millionen teuren Mac-Bildschirm. Was habt ihr denn gedacht? Klickzoom. Wann kommt Gronkh? Um den zu checken, muss man schon echt lange dabei sein. Herzlichen Glückwunsch. Du hast also auch schon den Punkt überschritten, an dem man aus dieser ganzen verworrenen, komischen Welt aussteigen kann. Sich noch retten kann vor dem Desaster. Ich bin vollkommen zufrieden mit YouTube. Ich chill halt nur den ganzen Tag. Ist doch voll easy. Hey Gronkh, kann ich dich rasieren und deine Haare auf eBay verkaufen? Was? Das ist absolut genial. Wieso bin ich da noch nicht drauf gekommen? Bin ich bescheuert? Cengiz?
Und ich würde sagen, ach, das hat Sarah mit klein gemeint, XD. Meinst du seinen Penis oder seine Körpergröße? Das ist irgendwie ein bisschen zweideutig. Wenn du seinen Penis meinst, schäm dich. Ich werde Sarah gleich tweeten. Der Gin Tonic geht auf dich. Ja klar, YouTube-Money und so. Wo ist... Wo... Was? Ich hab keinen... Ich hab keinen... Was? Ah! 100. Gin Tonic geht auf mich. Du weißt schon, dass das tschechische Kronen sind und dass das umgerechnet ungefähr nur 3,68 Euro sind? In echt bist du ja noch hübscher. Du wirst total enttäuscht sein, weil wir sind alle hässlicher in echt als in unseren Videos. Halt's Maul, Shirin, David! Nur weil du einfach geil aussiehst, egal wann und wo. Okay. Wo geht's hier zum Bus? Dein Plan ist mir ebenfalls geläufig. Direkt nachdem du diesen Satz gesagt hast, weil du ja die Leute nicht kennst und es könnte ja die Chance bestehen, dass der YouTuber mit dir schläft, weil er schon so lange niemanden mehr getroffen hat, den er nicht kennt, denn wir sind alle Megastars. Dann drehst du dich um und machst so den übelsten Ninja-Move. Hashtag Stalker-Foto. Dann gehst du deinem verkackten Bus. Ich weiß, wie es läuft in meinem Geschäft. Bist du nicht der von YouPorn? Zum Glück hat sie der gesagt. Na, immer noch arbeitslos? 150 Likes. Euch alle! Ihr kleinen Klamauter-Männer. Mein größter Wunsch ist wahr geworden. Also wenn das dein größter Wunsch war, dann bin ich echt traurig. Na, 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 nicht falsch verstehen. Nicht, weil es nicht wert ist, einen YouTuber zu treffen, weil wir alle so fabulöse Wesen sind. Und wenn du uns mal im Real Life triffst, dann sieht man es total, dass wir eigentlich Einhörner verkleidet als Menschen sind. Ich bin einfach nur traurig für dich, weil du dir einen neuen großen Wunsch suchen musst. Und das ist viel Verantwortung. Aber ich habe einen Tipp für dich. Dein neuer größter Wunsch ist bestimmt mal Ross Anthony zu treffen oder so. Ich meine, Ross Anthony ist jemand, an den kann man einen Wunsch verschwenden, finde ich. Wage mal große Träume. So richtig groß. Wollen wir Gassi gehen? Dein Lieblings-YouTuber ist also ein Hund. Sehr weise. Ich verneige mich vor dir. Weiser Mensch. Denn wir wissen alle, Hund ist größer als Mensch. Deinen Concealer hast du heute Morgen aber nicht gut verblendet. Und das ist so einer dieser Sätze, die dich den ganzen Tag verunsichern. Weil du nie wissen wirst, so, mein Concealer ist verblendet. Und dann guckst du in den Spiegel und siehst es aber nicht und denkst dir so, ich kann es nicht sehen. Aber mein Concealer ist nicht verblendet. Das sind genauso wie diese Leute, die dir die ganze Zeit so nur so auf einen Punkt in deinem Gesicht starren, während sie mit dir reden. Und du dir so denkst so, wächst da gerade ein fetter Pickel aus meiner Nase? Oder was guckst du da immer hin? So die ganze Zeit so. Das ganze Selbstvertrauen für den Tag ist vernichtet. Und damit kommen wir auch schon zur Frage für nächste Woche. Ich lasse das viel aufregender klingen, als es ist. Was regt dich gerade in diesem Moment so richtig auf? Schreib's in die Kommentare und vielleicht kann ich dir helfen. Oder ich kann einfach nur sagen, stimmt, das würde mich auch aufregen. Und aufmunternd nicken. Oder wer weiß, was wir draus machen. Um nicht zu verpassen, wie dein Kommentar in der nächsten Folge ist, kannst du auch abonnieren. Bitte abonnier mich, ich brauche Geld. Vom Abonnieren kriegt man kein Geld, ihr müsst die Videos auch noch schauen. So viel Arbeit, das kann man keinen zumuten. Und dann auch noch Spaß dabei haben. Nee. Okay, tschüss.